Halt, stopp! Jetzt reicht es. Jetzt red ich. Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur 23. Ausgabe von Freischnauze und heute mit dem Thema Zwischen den Stühlen. Ja, was meine ich mit Zwischen den Stühlen? Ich möchte heute mal nicht so ein typisches MGTOW-Gespräch führen, obwohl MGTOW drin vorkommt, aber jetzt, hört einfach zu bitte, ja. Um eine Sache, die ich persönlich überhaupt nicht leiden kann. Wo ich sehr, sehr allergisch darauf reagiere, wie ich inzwischen bei mir selber festgestellt habe und wie ich inzwischen durch mich selbst gelernt habe in den letzten 2 Jahren, ganz besonders, das ist, wenn sich Leute einfach ungefragt in meine Anliegen einmischen. Wenn man mir das Gefühl gibt, dass ich irgendeiner Sache nicht gewachsen bin und man mir einfach sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und dann komme ich mir an diese Situation halt vor, wie so ein scheiß kleines Kind, was man an der Hand nimmt. Und mit 38 kratzt es inzwischen an mein doch relativ aufgeblähten Ego, muss ich sagen. Wobei ich an dieser Stelle aber sagen muss, mein Ego ist jetzt nicht irgendwie so arrogant oder so. Ich kenne immer noch Leute, die noch mehr im Schädel haben als ich. Zumindest stufe ich sie dahingehend ein. Ja, wenn ich merke, ich habe einen Menschen vor mir, der vielleicht zu mir mehr im Schädel hat, also wenn ich den zusammen finde, dann ist das eine Person, die ich aufsehe. So ein bisschen, dann wäre ich so ein bisschen Fanboy-like. Ne? Ist gerade noch Twitter so ein bisschen so, besser sagt sich, um wen sich dabei handelt, ist egal. Dazu müsste ich jetzt eins meiner heim Twitter-Profile quasi outen und das will ich nicht. Aber es gibt da halt jemanden, der mich mit seiner Art und Weise sehr, sehr beeindruckt hat. Und der auch deutlich mehr im Schild hat als ich. Das ist einfach so. Ja, und wie gesagt, wenn dann halt irgendjemand ankommt und mir dann plötzlich ungefragt Hilfe anbietet und sagt, ich kann das und ich soll das und das und so besser machen, dann werde ich extrem sauer bei sowas. Und ich bin deswegen schon mit eben meiner inzwischen besten Freundin da aneinander geraten vor einigen Jahren. Das war so vor 2 oder 3 Jahren, muss es gewesen sein, ich weiß es nicht mehr so genau. Da habe ich irgendein Video gemacht und da hat er dann irgendwie drunter geschrieben, aufgrund meiner Artikulation und weiß ich, was da gewesen ist. Er hat auch ein bisschen was zum Video selbst erklärt, vom technischen Standpunkt her, was auch okay war. Da ich gesagt, okay, das Technische kann ich immer verbessern. Aber als er dann irgendwie geschrieben hat, meine Artikulation und die könnte ich anders sagen, da bin ich richtig sauer geworden und da haben wir uns auch mal eine Weile so ein bisschen gefetzt und so richtig in die Haare gekriegt. Da war ich richtig angepisst. Ich konnte zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht jetzt genau definieren, warum ich jetzt so aufgeregt hat. Ich habe halt nur gesehen, dass das plötzlich ein ungewollter persönlicher Angriff auf mich gewesen ist, was ich mir jetzt auch nicht so wirklich übel genommen habe, aber ich war halt sauer deswegen. Und heute weiß ich ganz genau warum, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass da jemand war, der mich an die Hand nehmen wollte. Und ich habe mit Absicht dann ab und zu mal so ein bisschen mit Antworten gewartet, weil ich so unfassbar in Rage war, dass ich Sachen geschrieben hätte, die ich wahrscheinlich heute bereut hätte und wo diese zwischenzeitliche Freundschaft, die ich aufgebaut hätte, wahrscheinlich in die Brüche gegangen wäre. Bin mir absolut sicher. Und da war, wie gesagt, meine Geduld tatsächlich der Lehrmeister ein bisschen abzukühlen. Ansonsten, wie gesagt, hätte ich Dinge geschrieben, also die hätte ich heute wirklich bereut und wahrscheinlich auch weg irgendwo in der Hölle sitze. Ja, und wenn man im Leben, wenn man so durchs Leben geht, da kann schon mal auch passieren, dass man plötzlich bei zwei Parteien quasi zwischen denen steht. Man sitzt also zwischen den Stühlen sozusagen und dann versucht die eine Partei oder die andere Partei oder beide Parteien versuchen dann halt, dich auf ihre Seite zu ziehen. Das ist eine Eigenart von Menschen, die ich im Leben schon öfter erlebt habe. Wenn ich zwischen den Stühlen saß, dann kam immer Partei 1 und Partei 2 an. Und habe versucht, mich auf ihre Seite zu ziehen. Weil konnte es schließlich sein, dass jemand, den man gut leiden kann, plötzlich mit dem jemanden quatscht, den man nicht gut leiden kann. Man wird also zum Spielball von zwei Parteien, die nicht in der Lage sind, eine Sache irgendwie untereinander zu klären. Und das, finde ich, ist eine Eigenschaft, die ist tierisch zum Kotzen. Für die nächsten Worte, die ich jetzt sagen werde, möchte ich bitten, die Parteien, die ich jetzt meine, ihr werdet euch sicherlich angesprochen fühlen, ihr wisst, wen ich meine, möchte ich euch bitten, diesbezüglich jetzt nicht in die Kommentare euch zu melden, was das betrifft, weil ich nicht möchte, dass ihr euch deswegen outen sollt. Ich möchte das Ganze nämlich nur rein sachlich behandeln. Es geht um die Sache, nicht um die Personen, sondern um die Sache an sich, die da passiert ist. Ja, ich muss auch schon mal im Voraus sagen, dass ich da dem betreffenden Partei natürlich auch nicht mehr böse bin. Ich habe dafür absolut keinen Grund. Ja. Und zwar ging es um Folgendes. Ich habe damals angefangen, meinen MGTOW-Weg zu gehen. Also diesmal endgültig. Nicht nur so kleckerweise und wieder zurückgefallen in die Blue-Pill-Phase, sondern ich wirklich richtig
bin dabei geblieben auf dem Mittelweg und habe dann relativ schnell Partei 1 kennengelernt. Oder beziehungsweise wir waren kurz davor, uns etwas näher kennenzulernen. Da waren halt mehrere Leute. Und ich bin dann da halt auf dem Discord-Server gelandet und war dann erstmal unter anderen MGTOWs, was für mich auch immer völlig neu war. Ich war auch total neugierig drauf, alle Leute kennenzulernen. Und das war eine ziemlich große Gemeinschaft. Und innerhalb dieser Gruppierung gab es aber halt schon Leute, die sich Spinnefeind waren. Da sind hier und da Sachen gefallen. Ich war halt quasi der Neue und deshalb wurde mir erzählt, nimm dich von dem und dem in Acht, nimm dich von dem und dem in Acht. Und der, vor dem ich mich in Acht nehmen sollte und der andere, vor dem ich mich in Acht nehmen sollte, der war halt der Meinung, ich soll mich vor denen in Acht nehmen, der mir gesagt hat, ich soll mich vor ihm in Acht nehmen. Also, es ist gerade ein bisschen kompliziert, aber Partei 1 hat mich vor Partei 2 gewarnt und Partei 2 hat mich vor Partei 1 gewarnt. Da ich allerdings auf Partei 1 ein bisschen neugierig war, weil ich dieser Partei quasi mein Mektor, wie ich letztendlich zu verdanken habe, hat sich Partei 2, ohne dass sie es wusste, in so eine Anhängigkeit bei mir eingemischt, worauf ich extrem sauer war. Nicht nur, weil ich auch in der Rage-Phase war, sondern weil ich plötzlich gesehen habe, dass da jemand ist, den ich vorher überhaupt noch nie kannte und auch noch nie gesehen habe, und dass ich plötzlich völlig ungefragt in meine Anliegen einmischt. Denn ich bin ein Mensch, ich möchte mir von der Sache immer selbst eine Meinung bilden. Ich möchte nicht über Dinge reden, bei denen ich der Meinung bin, dass ich davon wenig Ahnung habe. Es kann natürlich mal vorkommen, dass ich mal was erwähne, was ein bisschen falsch ist oder was vielleicht unlogisch ist oder wo ich was übersehen habe. Da kann man sich in Ruhe zusammensetzen, kann man drüber quatschen. Ich bin immer bereit, ein paar neue Sachen zu lernen. Es gibt allerdings auch Dinge, von denen ich mir absolut sicher bin, dass ich recht habe und von denen weiche ich auch nicht ab. Und da kann man mit mir auch zwischen nicht mal diskutieren, was mich inzwischen mit Sicherheit auch einige Freundschaften gekostet hat. Aber dann ist das eben so. Ja, war zwar dann auf Partei 2 ziemlich sauer und der ist irgendwann vom Discord-Server geflogen und ich habe halt nicht gewusst, dass der noch irgendwie noch einen anderen Counter hat und hat dann so ein bisschen mitgelesen. Und hat halt gesehen, dass ich da extrem viele böse Wörter geschrieben habe, was mir im Nachhinein auch wirklich leid tut. Was ich eigentlich damit sagen möchte, ist jetzt nicht nur eine alte Schicht aufzuwärmen, sondern einfach die Tatsache, dass der einzig richtige Weg, den man da einschlagen sollte, der ist, sich so zu verhalten, wie sich die Leute einem gegenüber verhalten. Und das heißt im Grunde nichts anderes, wenn Partei 1 und Partei 2 trotz ihres Streites sich mir gegenüber freundlich verhalten, bin ich auch freundlich zu beiden Parteien gegenüber. Und dann müssen die halt ihre Differenzen untereinander klären, was eigentlich der richtige Weg ist. Denn ich möchte mich nicht zwischen zwei Parteien entscheiden müssen, die ich eigentlich gut leiden kann. Ne? Und deswegen ist natürlich irgendwo hier die Gefahr, dass ich auf die Fresse fliege. Na klar, ich kann natürlich wieder schön aufs Maul fliegen und mich über einen Menschen täuschen. Aber das gehört zum Menschsein meines Erachtens dazu, dass man auch mal ein bisschen auf die Fresse fällt, um daraus zu lernen. Also beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger. Ne? Aber man hat aus eigener Erfahrung gelernt, dass das schiefgelaufen ist, ohne dass dir irgendeiner reingeredet hat. Weil das kann ich auf dort ja, wenn, wie gesagt, am Anfang gab es ja gesagt, wenn sie irgendeiner ungefragten Ratschlag gibt oder in meine Sachen reinredet, das kann ich erben. Ich möchte mir immer ein eigenes Bild von mir, von der Sache machen. Und bin deshalb immer sehr, sehr neugierig und sehr lernfähig, um mal neue Sachen kennenzulernen. Ja, und das ist das, was ich in diesem Video eigentlich sagen wollte. Ne? Dass, wenn man zwischen den Stühlen sitzt, sich aus diesen Streitereien raushalten sollte, ob das nur Partei 1 oder Partei 2 in meinem Fall war, oder wenn es vielleicht auch familiär ist, ne, wo dann auch vielleicht die emotionale Bindung zu gewissen Personen noch deutlich enger ist, ne, da muss man halt versuchen, aus diesem emotionalen Konstrukt auszubrechen und versuchen, mit beiden Parteien klarzukommen, wenn beide Parteien natürlich freundlich zu einem sind. Es gibt natürlich Fälle, da sitzt man zwischen den Stühlen, da ist Partei 1 trotzdem ein riesen Arschloch zu ihm, aber Partei 2 ist freundlich. Dann ist natürlich klar, da sitzen die zwischen den Stühlen, dann ist klar, dass du dich dann zu Partei 2 gesellst, weil die halt freundlicher zu dir ist, während Partei 1 die nur den Arsch tritt. Ne, das muss man auch mal sagen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir hier wirklich beide Seiten haben, die freundlich zu dir sind. Und wenn man sich dann entscheiden muss zwischen A oder B, das finde ich ist für sich selbst eine ziemlich harte Nummer. Und ich persönlich würde da ein extrem schlechtes Gewissen kriegen, weil ich das Gefühl habe, dass ich der einen oder anderen Partei in den Rücken falle. Und das mag ich überhaupt nicht. Ich bin ja zum Mensch, ich mag einen friedlichen Umgang. Auch wenn ich manchmal nicht so klinge. Ja, ich bin immer bereit, die verschiedensten Leute kennenzulernen. Ich möchte die Menschen kennenlernen, wie sie ticken. Ja, warum sie die Dinge tun, die sie tun. Wahrscheinlich hätte ich ein wunderbarer Verhaltensforscher werden können oder ein Psychologe oder so in der Richtung, keine Ahnung.
wahrscheinlich mein Beruf verfehlt, kann ja sein. Aber das sind wirklich so Sachen, da bin ich sehr, sehr lernfähig. Und ohne Scheiß, ich sag's euch jetzt offen, ohne Witz, ich würde mich sehr versuchen, mal mit so einem Verbrecher zu unterhalten. Ob es nun ein scheiß Pädophiler ist, bei dem ich mal erfahren möchte, warum mal Kinder übergriffig wird oder was ihm freut und so weiter. Das mag für euch jetzt vielleicht total grausam und bescheuert klingen, aber ich bin so manchmal, ich möchte die Sachen verstehen. Weil eine Sache verstehen und sie gutheißen, sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? Aber ich bin halt nun mal kein großer Freund von Vorurteilen. Wie gesagt, immer eine eigene Meinung bilden. Und gerade was das betrifft, was ich gerade gesagt habe mit der Pädophilie und so eine Scheiße, versuchen die Sachen zu verstehen, warum man so ist. Ich glaube, das ist uns heute in der Gesellschaft sowieso eine verdammt schwere Nummer. Da erntest du wirklich tierischen Hass, aber das ist ein anderes Thema. Ich weiß nicht, ob ich darüber mal reden werde. Da muss ich mal gucken, ob der im Kopf drin hängen bleibt. Ich hoffe, ich konnte meine Standpunkte soweit klar machen. Wie gesagt, wenn du zwischen zwei Stühlen sitzt und die Stühle sind freundlich zu dir, dann halte dich aus deren Streitigkeiten raus, behandle sie so, wie sie dich behandeln. Wenn sie nett zu dir sind, bist du nett zu ihnen. Und dann sind die halt gezwungen, ihre Diskrepanzen entweder zu lösen oder man geht sie aus dem Weg und hofft, dass man auf keine Seite gezogen wird. Weil sonst ist der einzige Weg, sich von beiden Parteien zu entfernen. Und das wäre im aktuellen Fall, würde ich das sehr, sehr schade finden, weil Leute sind, mit denen ich über sämtlichen Scheiß unterhalten kann. Und das würde mir sehr, sehr fehlen, ja, wenn das jetzt wegbrechen würde. Und von daher hoffe ich, dass keiner auf die Idee kommt, mich auf eine Seite zu ziehen, sondern auch zu akzeptieren, dass, auch wenn man sich selbst Spinnefeind ist, ich viel lieber mit beiden Parteien versuche, gut auszukommen. Ne? Und das war dann von hier aus an meiner Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ein Like da lassen, wenn nicht, dann hast recht. Ansonsten würde ich sagen, dürft auch abonnieren, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.